So, Hallöchen, liebe Freunde der Nacht, willkommen zurück zu einer neuen Folge Night of the Dead. Heute, beziehungsweise gestern, kam eine neue Version, und zwar mit Mopeds und Jetski und was weiß ich, und neuer Karte und neuen Waffen oder was weiß ich, keine Ahnung, neue Inhalte. Und ja, ich würde sagen, wir quatschen auch nicht lang rum, wir schauen rein. Ich gebe zu, ich habe schon mal reingeguckt, aber ich habe hier Chaos auch 3 gehabt, weil dieses blöde Kack-Windows hat gemeint, ich muss wieder ein Update machen. Ich muss doch mal diesen Gaming-Browser von Opera da probieren, ob der das dann alles unterdrückt. Auf jeden Fall bin ich rumgelaufen. Ich hatte dann gleichzeitig mein Messer in der Hand, meine Spitzhacke in der Hand, mein Bogen in der Hand, alles gleichzeitig. Total irre. Deswegen habe ich jetzt nochmal alles gelöscht, habe nochmal einen kompletten Neustart gemacht vom Spiel, vom Rechner. Und Speicher gelöscht und. Ich hoffe, dass das jetzt weg ist. Und ja, ich würde sagen, wir machen auch nicht viele Worte. Wir fangen einfach an. Singleplayer, neues Spiel. Wir spielen auf normal. Wir machen die Ressourcen an, weil wir möchten ja schon groß, schöne große Basis bauen. Hardcore lasse ich aus. Teamkills, interessant, brauche ich nicht. Was das kein Ende bedeutet, habe ich auch keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir spielen auf normal, weil Überleben oder Herausforderungen, das habe ich momentan genug von. Das ist mal zu stressig. Ich würde sagen, wir machen einfach mal Spiel starten und hoffen, dass jetzt alles wie geschmiert läuft. Ich habe auch einen Bauplatz gefunden. Das war jetzt auch Zufall. Ich bin relativ gut gespawnt. Und habe eine schöne, ebene Fläche gefunden, wo man bauen kann. Ich habe ja auch schon gesagt bei der letzten Staffel, ich möchte jetzt... Wir waren jetzt in der Villa, wir waren auf dem Dach vom Krankenhaus, wir waren bei der Polizei. Wir haben auch die erste Staffel schon freigebaut. Und jetzt in der neuen Staffel möchte ich auch wieder freibauen. Also ohne irgendwelche Dächer oder Gebäude. Was nicht bedeutet, dass ich keine Gebäude zur Hilfe nehme. Ja, aber die Base an sich soll freistehen oder zum Großteil freigebaut sein. Und da brauche ich halt auch schönen, großen, freien Platz. Und den habe ich gefunden. Da möchte ich auch jetzt wieder hin. Ich hoffe, ich spawne wieder genauso da, wo ich eben gespawnt bin. Wenn nicht, habe ich Pech. wichtig ist auf jeden Fall, dass wir wieder in der Nähe von der Stadt bauen. Ja, dass wir nicht so lange Laufwege haben, um in die U-Bahn zu kommen und an Ressourcen und so weiter. Und die Ladezeit ist auch hier scheiße lang. Also ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, langsam aber sicher irgendwie, die Spiele, die dauern ewig. ich habe das Gefühl, ich habe hier keinen PC, ich habe einen Taschenrechner stehen. So kommt es mir jedenfalls vor. Soll ich euch noch ein Liedchen singen? Nee. So, jetzt gucke ich gleich, wo ich bin. Und... Ach, nee. Scheiße, ich habe Mist gespawnt. Ich will eigentlich dahin. Irgendwo da war es. Das gefällt mir jetzt gar nicht, wo ich gerade stehe. Ein Messer herstellen. Was brauche ich fürs Messer? Stein. Stein habe ich. Nee, Eisen habe ich. Keine Ahnung, wo ich das jetzt her habe, aber ich hab's. Herstellen. So. Okay, Messer. Nehmen wir das Messer in die Hand. Und das ist ein Messer. So, zerstöre Busch. Dann zerstören wir mal den Busch. Um Ast zu erhalten. Erhalte kleinen Stein auf Boden. Jetzt geht es wieder los mit den Steine suchen. Also ich nehme jetzt jeden Stein mit, den ich finde. Und ich habe gelernt, wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Wenn sie nicht brauchst, dann liegen die zuhauf hier rum. Da ist einer. Eine Axt herstellen. Ja, machen wir doch. Einmal bitte die Axt herstellen. So, machen wir mal da hinten hin. Was brauchen wir nun? Baumstamm. Den nehmen wir mal dichter. So, Spitzhacke herstellen. Da machen wir mal doch 2-3 Bäume weg. Thank you.
So, dich auch noch. Und dann machen wir die Spitzhacke. Obwohl, hier könnten wir auch schon bauen, ne? Wir haben eine schöne ebene Fläche. So, Spitzhacke. Herstellen. So, schön ist, dass wir hier nicht ewig lange zerstöre Felsbrocken. Herstellungszeiten haben. 7. Also, was ich auch gelernt habe, ist, dass hier ist Eisen und kein Stein. Aber egal, brauche ich sowieso irgendwann Eisen, dann nehme ich es auch mit. Also wichtig ist, dass wir möglichst schnell hier vernünftige Geschwindigkeiten erreichen. Weil das geht mir schon so ein bisschen auf die Nerven hier, auf der Piss, auf Deutsch gesagt. Schwefel. Schwefel ist auch neu, ne? So, kleiner Stein. Papierbox zerstören. Die Fässer sind auch neu hier. So, komm, den Stein mit hier. Papierbox. So, was brauchen wir als nächstes? Ein Fundament soll man herstellen, aber ich würde sagen, da machen wir nicht lange rum. Dann laufen wir dahin, wo wir unsere Base bauen möchten. Unterwegs nehme ich noch die Forschungsdinger damit. Loot noch die Fässer, die da rumliegen. Weil wir haben, glaube ich, noch einen relativ weiten Weg vor uns. Ich muss mal gucken. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, wo es war. Aber wir müssen auf jeden Fall hier durch die Stadt durch. Und dann müssen wir etwa, glaube ich, da war es, glaube ich. Da markiere ich mal. Dann nehmen wir auch mit. Ja. Ja. So. Nimm mal ein Messer in die Hand. Ja, jetzt geht's wieder, ne? Ich weiß nicht, was das für eine Scheiße war. Ich hab, wie gesagt, alles in der Hand. Bogen, Axt, alles. Aber es könnte auch an diesem blöden Windows-Update gelegen haben. Ich habe mich noch gewundert, warum die ganze Kiste ruckelt wie Sau. Mir ist es alles ein bisschen zu hell hier. Ich glaube, das ist auch neu, oder? Okay, da brauche ich einen Schraubenschlüssel. Das gehe ich gerade mal mit dem Gamma ein Stückchen runter. Warte mal. Grafik. So. Ja. Na gut, heute ist schon mal gar nichts gebraucht. Nochmal ein Stück runter. Nee, Einstellungen. So, ja. Ja, ich glaube, ein bisschen besser ist es. So. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Sollen wir uns wieder als Ziel die Nacht 100 setzen? Ich würde sagen, ja, oder? Wir haben jetzt jedes Mal die Nacht 100 als Ziel gemacht. Warum nicht jetzt auch wieder? Okay, da kommt da der Arsch. Aber ich habe da jetzt absolut keinen Bock drauf. Da kommen wahrscheinlich schon der Nächste, der uns am Arsch klebt. Einer von den zwei da. Oder auch nicht. Okay. Oder auch nicht. So, da hinten versteckt sich einer.
Gut, hier haben wir Hirsch, da haben wir einen Fuchs. Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her. So, ich glaube, die Karte ist noch die gleiche wie früher. Nur hat sich die Grafik verändert, ne? Hier liegt mehr Plunder rum. Es ist alles irgendwie offener geworden. Aber ich meine, ich weiß, wo ich bin. Wenn ich jetzt da runterlaufe, da komme ich da raus, wo ich ganz, ganz am Anfang bei der ersten Staffel meine Base gebaut hatte. Die große, ne? Dieses Mörderteil. Und, ja, ich quatsch zu viel, ne? Ich soll eigentlich lieber laufen. Weil die Zeit, die spielt ja auch eine Rolle. So, die Steine nehme ich nichtsdestotrotz trotzdem mit. Doch. Hier haben wir nämlich eine schöne ebene Fläche. Da können wir super schön groß bauen. Müssen nicht auf große Höhenunterschiede achten. Und zur Not können wir dann noch irgendwelche Dächer mitverwenden. Für Geschütze oder so, ne? Katapulte oder was weiß ich was. Ja, hier sind wir zu Hause. Hier entsteht mein neues Home. Gut, da würde ich sagen, wir sollen ein Fundament bauen. Dann bauen wir das. Fundament. Ich will mal gucken, dass wir das so in den Winkel von dem Zaun da bekommen. Oder von der Mauer hier. Das werden wir hier Richtung dem Ding bauen, dass wir da relativ gut im Winkel sitzen. Und ihr wisst, ich stehe auf Winkel. So, dann machen wir mal hier das erste Fundament, würde ich sagen. Nein! Etwas tiefer. So. Eine Treppe. Treppe. So, etwas runter. So. Einmal Hammer. Das ist der Hammer, Baby. Hammer, Baby. Herstellen. So, Hammer. Zerstöre Treppe mit Hilfe des Hammers. So. Verwende Molotow-Cocktail, um das Fundament zu zerstören.
Repariere Fundament mit Hammer. Na, nimm doch den Hammer in die Hand. So. Reparieren. Ausrüstungsfertigungstisch soll ich jetzt bauen. Den, ich würde sagen, die stellen wir da hinten an den Zaun. Ausrüstungsfertigungstisch. Da ist er ja schon. Einmal drehen. So. Stelle einen Bogen her. Machen wir. Herstellen. Stelle Pfeile her. 1, 2, 3. Materialverarbeitungstisch. Nee, Quatsch, falsch. Nee, auch falsch. Materialverarbeitungstisch, da brauchen wir noch Äste. So, oh, ich kriege mal eine Fallmaschine, aber ich glaube ja, ne? Ich glaube, es gibt eine Fallmaschine. Ich würde sagen, wir machen auch noch gleich ein paar Holz, wenn wir eh brauchen. So, dann machen wir mal den. Was war's? Materialverarbeitungstisch. Materialverarbeitungstisch. Nicht nach unten bauen. Einmal bitte drehen. So. Eine Werkbank. Die Werkbank ist doch das. Jawohl, da brauchen wir jetzt einmal Holz und einmal Brett. Einmal Brett und einmal Holz. So, Mama. So. Da, ich muss mich da erstmal dran gewöhnen, wieder an die Steuerung. ja, ich bin dafür, dass wird die Steuerung von Games normt, dass alle Spiele die gleiche Steuerung haben. Dass bei jedem Spiel alle Tasten gleich sind. Aktualisiere Fundament. Was brauche ich denn da dafür? Der Hammer, ne? Upgrade. 6 Stein, 1 Ziegel und 2 Nägel. Da müssen wir die Werkbank aufdingsen. Und die 2 Nägel können wir, glaube ich, gleich bauen. Nee, die müssten dann da gewesen sein. Ja. 1, 2. So. Jetzt muss ich dich aufwerten. Upgrade. T. Okay, da brauche ich 4 Nägel. Hä? Bin ich da richtig? Ja. Achso, wir brauchen für das Upgrade vom Steinding. Da muss ich jetzt nochmal 4 Nägel machen. Da. Herstellen. So. Jetzt brauchen wir hier. Tee, wir brauchen Steinhammer, wir brauchen 4 Bretter. Die muss ich ja da herstellen. 1, 2, 3, 4. So. Upgrade. Juhu! Aktualisieren. So. Okay. Herstellen. F. 6. Wir brauchen 1 Zement herstellen und 6 mal Ziegel. Super. Da brauche ich noch Äste und Ziegel, Stein. So,
Da könnten wir jetzt den Stein da links nehmen. Da habe ich aber Angst, dass der Zombie da vorne kommt. Deswegen nehmen wir den Stein da hinten. Ich hoffe, das ist Stein und kein Eisen. Bist du Eisen? Nee, ist ein Stein. So, 7. Oh, die Nacht rückt näher. Komm, ich hole noch einen Stein. Oh, Kinder. Also ich glaube, die Abbauanimationen, die sind nicht mehr ganz so flüssig, wie sie noch in der frühe Early Access Version war. So kommt es mir gerade vor. So 6 Stück, ne? 6 Stück. 6 Stück. Oh, ich kriege mal bald eine Fallmaschine. Ich habe schon überlegt, was ich baue. Ich habe mich jetzt für einen Schredder entschieden. Achso, ich brauche den Hammer. So, Upgrade. So. Forschungstisch. Ich finde es Kinder aus einer Rennerei. Auch eine Methode, die Zeit rumzubekommen. So, okay. B, Forschungstisch. Was fehlt uns? 2 Holz und 2 Brett. Einmal, zweimal. Einmal, zweimal, so. F, 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 F. Nee, Quatsch, was mache ich dann? B. So, einmal drehen. Fahre mit der Forschung am Forschungstisch fort. So, da werde ich auf jeden Fall hier auf den Forstarbeiter gehen. Dass wir nämlich hier schneller unsere Materialien abgebaut bekommen. Alles andere hat erst einmal Zeit. So. Okay, was haben wir denn? Ein Schlafsack. Bauen wir gerade daneben dran. Nee, der war mit I. Nee, doch mit B. So, ihr müsstet dann hier bei der Kiste gewesen. Jawohl. So, baue Schlafsack. Bauen. Dann legen wir mal dahin. So, baue Flagge. Flagge. Ei, natürlich. Machen wir doch auch eine Flagge. Na komm, machen wir es ja nicht so schwer. Hallo? So. Bau. Ach, schade. Ich hätte gerne einen Schredder gebaut. Jetzt wollen die einen Pendel. Gut, dann muss ich versuchen, ob ich vor 24 Uhr auch noch einen Schredder hinbekommen. Oh, es wird Nacht. Okay, was ist denn jetzt los? Abendrot oder was? So, das Pendel hat 3, ne? Fundamente. Das heißt, da muss ich noch 2 Stück hinstellen. So. Bauen. Okay, warum geht das jetzt nicht? Ach nee, oder? Das sagt das bitte nicht, das... Wollen die mich jetzt verarschen, oder was? Warum kann ich denn das jetzt hier nicht? Da geht's, oder auch nicht? Och, Alter, nee, jetzt komm. Es macht keinen Blödsinn. Die wollen mich doch jetzt verarschen.
Warum kann ich das jetzt nicht dran bauen hier? Das gibt's doch jetzt nicht, oder? So, was brauche ich fürs Pendel? Wo ist es denn? Da brauchen wir Seile. Ach nee, Eisenbarren, muss ich. Noch ein Stück aufwerten, oder? Jo, natürlich. Was brauche ich jetzt da dafür? Upgrade T. Noch ein Seil. F. Ein Seil. Elfmal Ziegel. Die wollen mich doch verarschen, oder? Oh, Freunde, ihr wisst schon, dass gleich 24 Uhr ist, ne? Nur mal so am Rande erwähnt. Also die Tussi ja gerade beim Kloppen ziemlich blöd anstellt. Moment, wir haben hier doch noch die Option. Oh, jetzt habe ich ja diesen blöden Ego. Warum habe ich denn eigentlich hier auf Aufmerksamkeit zwei Punkte drin? Die habe ich noch gar nicht gesetzt. Ach so, ich habe. Ja, Soldat. Ich habe vergessen umzustellen. Bei der Charaktererstellung. Ich wollte eigentlich arbeitslos machen, das heißt, da habe ich 0 Punkte. So, wie viele Ziegel habe ich jetzt? 12 und 16 brauche ich, noch 4. So, 4. Dann brauchen wir. Na komm, nimm doch jetzt den Hammer in die Hand. Noch 5-mal Brett. Nee, da. Nee, da. 5-mal Brett. So, und jede Menge Blatt.
War das damals auch schon so kompliziert? Also ich meine, damals wäre es einfacher gewesen, oder? Ich weiß es nicht mehr, schon so lange her. Es müssten ja auch gleich wieder diese Vorhorde-Kack-Zombies da kommen, ne? Komm, nimm mal den Bogen in die Hand. Wo ist er denn? So, wie viel Eisen waren's? Eins. Einen Eisenbarren herstellen. So, dann brauchen wir noch viermal Holz und viermal Brett. Ja. Eins, vier. So, und jetzt brauchen wir noch 10-mal Seil. Zehnmal Seil. Ein Kack. Machen wir Blätter. Oh, ich kenne das. Ich krieg gerade die Krise. Krieg gerade die Krise. Es kommen gleich diese, ich glaube bei 21 Uhr kommen glaube ich diese Vorhorde Zombies da. Wenn alles täuscht. Und ich habe noch gar nichts. Zum Glück spiele ich auf normal. Bekomme ich eigentlich auch Blätter, wenn ich die Büsche da wegmache? Haben die eigentlich auch Blätter, ne? Ah, Tatsache. Weil die brauchen genauso lang, wenn ich einen Baum fälle. Von daher, naja. So, okay. Wie viele Seile habe ich jetzt? Wo sind sie denn? 8, noch 2 Stück. 1, 2. 1, 2. So. Pendel, jawohl. So, hey. Einmal bitte um. Aber wenn schon, sollen die Ärsche wieder rausgependelt werden. So. Och nee, ich glaub das doch jetzt nicht. Oh, Kinders. Ich hasse es, wenn man sowas nachts bauen muss, wenn es dunkel ist. Vor allem, wenn es noch so scheiß dunkel ist wie hier. Naja, es wird pendeln. Es wird pendeln irgendwie. So.
So, was brauche ich da dafür? Seile und nochmal Holz. Machen wir noch ein paar Seile machen hier. So, wie viel brauche ich denn da? So, jetzt brauchen wir noch 4-mal Holz. 1, 2, 3, 4. Naja, wir haben immer hier im Pendel stehen, das muss ich dann morgen wieder abreißen und gerade setzen. Dann werde ich mal gucken, dass ich noch eine Fallmaschine hinbekomme. Dass wir dann, wenn wir die Nacht 2 gehen, noch einen Schredder dabei stehen haben. Ich muss mal überlegen, wie ich das dann mache, dass ich die Werkbank und das ganze Zeug vielleicht ein bisschen in Sicherheit bringen kann. Da habe ich mir jetzt gerade überlegt, dass wir uns vielleicht dann doch Richtung Zaun da vorne bauen und lassen dann die Werkbänke da hinten irgendwo stehen. So weit weg vom Schuss. Vielleicht noch mit einer Falltüre oder so später oder zwei, dass wenn die dann da durchkommen, durch die Falltüre fallen. Wisst ihr, was ich meine? Okay, es kommen scheinbar doch keine Vorhorde-Zombies. Wir haben eine 20 Uhr. So, was machen wir nochmal? 3-mal Seil. Wir stellen dann noch so 3 Stachelzäune hin. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und, ja, das war's dann, oder? Ah, ne, genau. 6-mal Holz brauche ich jetzt noch. 6-mal Holz. 3, 4, 5, 6. Also die Stachelzäune haben sich ja in der Vergangenheit immer wieder als schönes Gimmick erwiesen. So. Dann würde ich sagen, wir setzen dann... Na, ja. Natürlich auch blöd für mich, ne? So, nochmal. B. Bauen. Also das Schöne beim Mist ist ja dann wenigstens, dass ich da sicher war vor den Dingern. Und hier nehme ich halt auch selber Schaden, wie man sieht. Zwar nicht viel, aber es ist halt nervig. So. Kann ich vielleicht sogar schon Licht bauen? Licht?
Jetzt so eine stinknormale Fackel oder so? Wäre nicht unbedingt von Nachteil. Wo baue ich ein Licht? Wo waren das? Ach, da, Fackel, aber das ist dann die Fackel, die ich in der Hand habe. Oder? Ich weiß nicht mehr, wo war das Licht? Gut, der Molotow-Cocktail tue ich mal weg, weil der wäre mehr oder weniger kontraproduktiv, wenn ich den benutzen würde. ich konnte doch Licht bauen. Aber ich glaube, ich baue noch ein paar Pfeile. So 15 Stück kommen ein bisschen wenig vor. So. 30, 40. Komm, machen wir 50. Kann ich vielleicht da schon irgendwas wieder? Nee. Da bräuchte ich goldene Koi. Schade, ich hätte gern Licht gehabt. Aber ich weiß auch nicht mehr, wo das ging. Aber ich weiß, man konnte Licht bauen. So eine Fackel. Na gut, vielleicht kommen sie ja noch. Wir könnten jetzt vielleicht, bis es losgeht, noch mal ein bisschen Eisen holen. Eine Kiste baue ich jetzt mal noch nicht. Solange ich nicht weiß, wo ich meine Werkbänke und das Zeugs hinbaue. Und ich hoffe, ich bekomme dann morgen, wenn ich das Ding abreiße, meine Fallmaschine wieder zurück. Weil wäre blöd, wenn nicht. Kinas. Die Stelche war mega blöd dran, ne? Diesen blöden Eisenbrocken da wegzuhauen. Tut ja schon weh. Mit dem blöden Licht lässt man keine Ruhe, ne? Ja.
Na gut, vielleicht haben sie jetzt mit einer Vorwelle Zombies da ja weggemacht. Vielleicht kommen die ja nicht mehr. Schön wär's. Die haben nämlich tierisch genervt. Und du warst dann im Prinzip immer mit beschäftigt, noch die letzten Bauarbeiten irgendwie über die Bühne zu kriegen. Und ständig kamen dann diese Vollidioten da angelatscht und haben dir quasi alles versaut. Nee, komm. Geh du mal schön durch die Falle durch, du Idiot. So, ich schenk mir mal ein Gläschen Wein ein. Bevor es losgeht, weil das erträgst du nur besoffen. So. So ein schöner Rotwein. Lieblich. Jetzt nicht lachen. Aus dem Tetrapack. Ja, gut, der ist eigentlich zum Kochen. So, ich mache viel Rindergulasch, also ungarisch oder normales Rindergulasch. Ich mache viel Rinderrouladen und da gibt es nichts Schöneres wie eine schöne Soße mit Rotwein drin. Und da hole man immer die Tetrapacks da, die kleinen. So Viertel Liter oder halb Liter. Und so viel brauchst du natürlich nicht zum Kochen. Steh mal wieder auf. Wie geht aufstehen wieder? Hocken. Left Control. So, dann ich hätte vielleicht daneben noch was hinbauen sollen, dass mich so leicht schräg stellen kann. Wäre vielleicht nicht schlecht. Dass ich da so ein bisschen von der Seite besser sehen, wenn es da vorne hochkommen. So, die letzte Stunde ist immer die schlimmste. Ich habe so das Gefühl, die dauert am längsten. Ja. Schalalalalalala. Was brauche ich eigentlich für eine Fallmaschine? Wo stelle ich jetzt die Fallmaschine her? War doch hier.
Ach da. Die Welle hat begonnen. So, dann bin ich mal gespannt, was auf mich zukommt. Gibt ja auch neue Zombies, ne? Ach so, habe ich Äste? Der fette Horst, der geht mal schon wieder auf den Sack. Ich glaube, ich mache da mal. Da kommen aber ziemlich viele, ne? Für das, dass wir normal spielen. Ich glaube, da werde ich die Werkbank auf. Das war relativ schnell Forschungszettel bekommen. So, ich glaube, ich gehe nochmal nachladen. Bevor jetzt die Endwelle kommt. Die müsste jetzt nämlich dann demnächst kommen. Ah! Ah, ich hasse es! Das hat nämlich einen Nachteil mit diesen blöden Stachelzäunen da.
glaube, ich stelle alle Pendel so schräg. Weil es nämlich gut kommt, wenn sie nämlich hin auch ausgependelt. Wäre eine Idee, ne? Wenn wir die Pendels so schräg bauen. Sollen wir mal versuchen? Aber so am Rande erwähnt, so ganz nebenbei. Ja, weil die werden dann nämlich hier hinten rausgependelt, ne? Finde ich gar nicht mal so übel. Ah. Ich glaube, wir bauen noch so noch zwei Stück so schräg dahinter. Komm, das machen wir, Freunde. Das machen wir. Wir bauen da jetzt noch so ein paar Pendels schräg hinten dran. Noch so ein schräges Pendel und dann dahinter der Schredder. Das ist eigentlich eine Idee, weil ich finde es gut. Die werden, wie gesagt, wenn sie durchkommen, werden sie hinten rausgependelt. Da muss ich das Ding nicht so blöd quer bauen, wie es die meisten tun, was ich absolut scheiße finde. Ich bin da echt kein Freund von, habe ich auch schon mehrfach gesagt. Ich hatte es zwar auch mal eine Zeit lang verwendet, in der Base, wo ich auf dem Wasser gebaut hatte. Die eigentlich zum großen Teil schwebte. Falls ihr euch noch erinnern könnt. Der Nachteil war, dass die Zombies, jetzt gerade die Berserker da mit den Stöcken, die Stöcke werfen, die haben unten quasi an der Klippe gestanden und haben die ganze Zeit hochgeworfen. Und ich konnte da nichts dagegen tun. Was ich ein bisschen scheiße fand. Ich glaube, die Ladungen sind leer. Was uncool ist. Alter, wie kommt denn da noch? Ich glaube, es war gar nicht so schlecht, dass ich auf normal spiele. Ich glaube, die haben den Schwierigkeitsgrad extrem hochgeschraubt. Es kommt mir fast vor wie schwer. Was da vorne Säcke liegen. Da kommen sogar schon ein großer, oder? Ajo. Ich glaube, das war's. Ja. Freunde, schaut euch an, was da an Säcken liegt. Also Mörder. Mördermäßig. Guck mal da hin. Ha ha ha.
Nee, Freunde, die haben dann Schwierigkeitsgrad extrem hoch. Das hatten sie beim letzten Mal auch, aber das haben sie wieder runtergepatcht. Ich nehme an, dass das ja auch wieder passiert. Weil das sind im Prinzip, sage ich mal, von der Masse her, war das jetzt etwa auf dem Niveau von schwer. Und nicht von normal. Aber ich kann mich auch täuschen. Sagt mir Bescheid, wenn ihr es genauso empfindet. Sagt mehr, oder? Doch, dann Schneine, den will ich haben. Den möchte ich haben. So, jetzt gucken wir uns mal an, was haben wir bekommen. Inventar. Wir haben eine Fallmaschine. Wo habe ich denn die Fallmaschine her? Haben die gedroppt? Haben die Fallmaschine gedroppt? Ich meine, ich frage für einen Freund. Ja, mir soll es recht sein. Ne? Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir erstmal hier an den Forschungstisch und setzen auf jeden Fall die nächsten Forschungspunkte einmal hier rein. Dann einmal hier rein. Ah, nee, was brauche ich denn da? Erhalten in der Kirche, leg mich am Arsch. Gut. Zusätzlicher Schaden an Eisen, so kann ich nicht weiter hoch. Aber den kann ich forschen. So. Jetzt haben wir noch 19 Punkte. Da können wir hier noch ins. Die Inventarplatz plus 12 forschen. Ah, nee, 25 brauchen wir. Aber egal, da würde ich sagen, da machen wir jetzt hier nicht lange Blödsinn. Da gehen wir hin und lernen hier das nächste. Was brauche ich fürs Upgrade? Tö. Zweimal Eisen. Noch zwei Nägel. 1, 2. Zweimal Eisenbarren. Einmal, zweimal. Was war's noch? Viermal Stein und viermal Brett. Viermal Brett. 1, 2, 3, 4 und. Scheiße, ich glaube viermal Stein. 1, 2, 3, 4, oder? So, die. Jawohl, aktualisieren. So, weil jetzt können wir nämlich F Forschungszettel herstellen, ja. Aber leider nur einer. Schade, aber gut, wir bekommen ja im Laufe des Spiels so viele Blätter, dass wir das mit links schaffen. So, okay. Okay. Wir brauchen jetzt ein Schneidwerkzeug. Schneidwerkzeug war, glaube ich, das hier. Schneidwerkzeug. Da brauchen wir nochmal zwei Nägel. Ich würde sagen, wir lassen die Dinger erstmal stehen. Das hat ja eigentlich super gut geklappt und stellen da dahinter erstmal das Schneidwerkzeug. So, dann machen wir jetzt. Scheiße, was war's? Ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss mit der Folge, ne? So, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Geduld und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich das Schneidwerkzeug baue. Und dann muss ich mal gucken. Ja, wie ich das mache. Ich werde wahrscheinlich den Weg hier dann erstmal weiter in die Richtung bauen und werde dann mal gucken, dass ich die Werkbänke dann da irgendwo in der Nähe vom Zaun
aufstelle. Oder wir könnten auch, ich weiß halt nicht, da müsste ich mal ins Haus rein, wie es da mit Zombies aussieht. Vielleicht wenigstens die Werkbänke da aufs Dach stellen, dass die da einigermaßen sicher sind. So mal die Idee. Aber da mache ich mir noch Gedanken drüber. So, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Geduld. Ich muss jetzt leider Gottes Video rendern. Ich hätte zwar mehr Bock zum Weiterzocken, aber rendern muss auch mal sein. So, in diesem Sinn, bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao, ciao. Nicht vergessen, Abo, Like und Kommentar. Bye bye.